Wir basteln heute eine zarte Karte mit Blumen und einem Schmetterling. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anja Luft von Lüftchen. Und ich bin Tanja Rath von Kreativ mit Rath. Zusammen sind wir Lüftchen mit Rath. Hallo Anja. Hallo Tanja. Oh, sieht das hier schön auf dem Tisch aus. Ja, ganz zart alles. Ja, so ein bisschen Frühling, Frühsommer, ja. Aprikot, Blütenrosa. Genau, so heißt die Farbe nämlich, Blütenrosa. Und man kann schon sehen, das ist wirklich Ton in Ton gestempelt, deswegen auch sehr zart. Und drin sieht man, wenn man das nicht Ton in Ton, sondern auf Weiß stempelt, wie kräftig eigentlich die Blume ist. Ja, sehr schön. Und extra ein bisschen mehr gestempelt. Damit man nicht so viel schreiben muss. Muss Anja nicht so viel schreiben, genau. Und so eine tollen, schönen Glitzersteine. Und wir hatten auch glücklicherweise noch eine ganze Packung davon. Ja, genau. Super. Die hatte ich nämlich zu Hause. Und wir hoffen, dass der Spruch wirkt, weil Tanja hat ein bisschen Kopfschmerzen. Also danach ist alles super. Genau. Jetzt können wir auspacken. Super. Knister, knister. Ja, also wir haben hier schon den Schmetterling. Ein bisschen gestanzt, wunderschön. Genau. Also ein anderer fliegt hier auf unserem kleinen Mini-Vogelkäfig. Mhm. Und also auch die, genau. Es gibt verschiedene Muster. Du wolltest, glaube ich, dieses Muster gerne haben. Ne? Ich bin da ganz offen. Genau. Ich finde die alle hatten, schön. Nämlich einmal das karierte. Ja. Man könnte auch das gestreifte machen, aber das fand ich jetzt nicht so genau, schön. Genau, hier wäre auch noch so ein Karo. Genau. Ich finde aber das sehr schön. Genau, weil das ein bisschen mehr von dem hellen Ton hat, genau, als von dem dunkleren. Ja. Und ja. Sehr schön. Und ich würde sagen... Du hast da schon gefalzt. Ja, das die heißt, Karte ist schon wir fertig. Können die jetzt wir können schon, die schon mal nachfalzen. Ja, und ich bin ja gewohnt, dank der Kartensets, dass wir jetzt nur noch mit Fingern falzen. Ne? Aber eigentlich haben wir auch irgendwo ein Falzbein. Ach, sehr gut. Was so ein bisschen Zusatzwerkzeug durchaus macht. Ne? Ja, genau. So, ich würde erstmal mit dem Schmetterling tatsächlich anfangen. Weil wir, der kann da noch ein bisschen durchtrocknen. Ja. Ein Schmierpapier da unterlegen, damit das karierte Papier noch ein bisschen länger. Wie war das? Bitte, Tanja. Dankeschön. Und zwar kann man das hier schon ein bisschen sehen, ein bisschen dunkel von dem Blütenrosa in die Mitte. Und ich habe auch an den Rändern ein bisschen was gemacht, also... Toll, total toll, die Idee, das ja, mit dem Blend zu machen. Ich habe gedacht, da hast du irgendeine Pinseltechnik oder so. Nö. Nö, praktisch. Einfach hier Ton in Ton. Ton in Ton, man muss auch gar nicht so genau arbeiten, sondern das geht hier einfach so ein bisschen rüber. Und es wird gleich noch ein bisschen heller wieder, weil der Alkohol ja weggeht. Und der ist auch Und dunkel, wenn er nass ist, ne? Genau, also trocken. Deswegen ja, kann man jetzt noch ein bisschen hier die Ränder doll machen, aber viel mehr muss man gar genau, nicht. Genau, und dann kann man Anja die Stifte geben. Genau, bitteschön. Super. So, das Schmierpapier können wir gleich draußen lassen. So, wir haben zweimal Grundweiß, ja, und die haben ein bisschen unterschiedliche. Genau, das kleinere Größe kommt, glaube ich. Das kleinere ist, weil ich nur eine ganz schmale Mattung hier habe. Ich habe ja doppelt gemattet. Ja. Und das größere ist für innen. Und ja, das, damit fangen Ach, wir damit an. Damit fangen wir an. Sehr ja, gut. Hey, und hier haben wir die Stempelfarbe. Und da bei mir der Aufkleber so ausgeblichen ist. Sieht nicht mehr so schön aus. Ja, halt. Es lag nie in der genau, Sonne. Der ja, hat einfach ja, ein bisschen Farbprobleme. So, und weil es so ein großer Stempel ist, nehmen wir die Stempelmatte da unten. Genau, weil es ein Klarsicht ist, ne? Und, ja, und generell bei dieser Größe ist es immer schon besser. Genau. Man hat da was unter und den auch ein bisschen höher, weil du nach unten hin... Ah, du legst so hin. Ja, genau. Genau. So, ja, genau. Ja, wunderbar. Wir haben hier nämlich diesen Riesenstempel. Ja. Das ist der größte Acrylblock, den wir haben. Ja, und den haben wir selten im Einsatz. Man ja, würde auch den Stamparatus nehmen können, genau, der ja auch Matten hat, die mhm, man da drunter legt. Aber da man ja so ein bisschen die Richtung jetzt selber bestimmt, ja, haben wir den nicht aufgezogen. Nee, das genau, ist der Grund. Ne? Also schön einmal einfärben. Ja. Und jetzt
kannst du dir nicht aussuchen. Ich habe es so ein bisschen so gedreht und eine Blüte ist hier unten so gut wie gar nicht drauf. Und dann einmal drauf und schön sieht das aus. Ich gebe dir das gleich mal rüber. Mach du ruhig sonst mal fertig. Du willst doch noch die innen reinstempeln, oder? Ja. Und diese kleinen, das sind diese Flecken hier. Hast du innen Ton in Ton gestempelt? Ja, ne? Das habe ich hier Ton in Ton. Außen machen wir das in einer anderen Farbe. Und hier mal so ein bisschen auch mal drehen, weil die Blüten auch alle eine andere Richtung haben. Sehr schön. Jetzt darfst du. Kannst du, ne? Brauchen wir jetzt nicht? Oder stempeln wir gleich doch, mit dem großen? Doch, wir stempeln gleich. Ich gebe dir mal wieder alles zurück. Ja. Genau. Und den kleinen mache ich dir sauber. Das ist ja lieb von mir. Ja, wie man das für seine Assistentin macht. Ne? Ja, genau. Und das Gleiche, jetzt sind wir ja schon geübt, machen wir dann auf dem Designpapier. Und da kommt es aber mittig drauf, ne? Genau, ganz drauf. Das. Genau, und wie hatte ich das hier? Die einzelne Blüte nach oben, also hier nach oben, diese einzelne Blüte. Ja. Und ja, ein bisschen was verdeckt wird. Ja. So. Es klebt ein bisschen dran. Wir tauschen mit den Stempelkissen. Ja. Den hattest du sauber gemacht, ja super. Ja. Genau. Und Anjas Sahara-Sand ist sehr dunkel. Benutze ich nicht so oft, Entschuldigung. Genau. Und da nehmen wir den zweiten Abdruck, man kann das hier super sehen. Mein Savanne wäre wahrscheinlich nicht so kräftig, wobei das habe ich gerade aufgefüllt. Ja, aber es sieht super aus, weil jetzt ist mein Stempelabdruck auch sehr zart geworden. Meiner auch. Da war wohl mein Blütenrosa nicht ganz so kräftig. Nee. Und wie eben, aber immer abstempeln vorher. Das ist jetzt, da muss man wirklich dran denken, weil sonst hat man einen richtig dunklen Fleck. So, bitteschön. Fertig. Ja, sehr schön. Und noch den Spruch. Nee, lass es auf, weil jetzt müssen wir mal gucken. Den Spruch stempeln wir aber voll, also im Dunkel. Ja. Wir haben jetzt mal gute Besserung genommen, weil ich brauchte eine gute Besserungskarte. Für dich selber, ne? Für mich selber, nein. Auch so. Habe ich ja Glück, dass du sie noch nicht verschenkt hast. Ne? Ja, ich stempel ja selten auf Designpapier oder den Spruch. Ich mache ja meistens Etikett, aber bei diesem Projekt fand ich das jetzt schöner, direkt da unten in die Ecke. Sehr gut. Ja, aber das Stempelset hat sowieso sehr viele verschiedene Sprüche, auch zum Geburtstag und, ne, also ja. Das ist wirklich vielseitig. Das kann alles weg. Wir sind nämlich schon so gut wie fertig. Also ich fange immer von oben nach unten. Also ich klebe jetzt erstmal das. Und ich nehme mein Tombow. Ja, du nimmst dein Tombow. Ich nehme meine schnelle Lösung hier mit dem Ziel. Da wüsste ich noch nicht mal, wie der heißt. Er steht drauf. Das hilft. Das hilft jetzt sehr. So. Und es ist wirklich eine Minimattung. Ich ja, mich das gerade ist eine erschrocken. Minimattung. Sehr elegant. Mhm. Ja, also ich fand, da fehlte so ein bisschen Weiß, weil sonst haben wir ja gar kein Weiß in der Karte, außer innen. Aber oben ist kein Weiß. Ja, weil du ja kein Etikett genommen hast. Und das Vorderblatt kann ich auch schon aufkleben, ne? Ja. Genau, dann auf das. Ich hätte jetzt die Reihenfolge. Ich wollte gerade sagen, du hast die Reihenfolge anders als ich, aber das ist ja alles gut. Das ist ja wurscht. Ja, ich habe aus Versehen anders geklebt. Aber zum Glück ist es ja egal, welche Reihenfolge genau, das ist. Alles supi. Und rein kann man auch schon festmachen, ne? Ja. Oh, jetzt haben wir ein
Doch ein Band drum, ne? Ja. Genau das war meine Frage, aber ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ja. Also, mit meinem Tombow kriege ich das noch ein bisschen ab. Ja, ich habe da auch nicht. Ich habe ja nur 3 Streifen gemacht, also ja. Ich habe auch noch ein bisschen. Und das geht einfach nur auf der einen Seite ein bisschen rum, ne? Genau, also wir packen das Band hier rein. Ich habe da jetzt ein bisschen Tombow dran gemacht. Ja. Und dann drücken wir es zu, ne? Genau, ich schiebe das so ein bisschen weiter rein und ich schneide den Rest nachher ab. Ja, also ich schiebe es jetzt so weit rein, wie es geht. Ja, das habe ich auch. Das ist nur nicht so weit. Genau, also, das ist nicht so weit. Nee, genau. Und dann kannst du doppelseitiges Klebeband nehmen und ein bisschen einen Streifen darunter setzen oder du nimmst ein Ziel. Also, je nach, willst du doppelseitiges Klebeband oder willst du ein bisschen Ziel runter? Ich glaube, ich probiere mal dein Ziel, wenn du ausgibst. Also ich mache hier einfach nur einen Streifen. Das muss auch nur hier in diesen wo der Schmetterling dann hinkommt. Mal gucken, ob ich das kann. Ich glaube, ich kann. Ja, geht auch gut. Und da kleben wir es jetzt auf. Da kleben wir das jetzt erstmal auf. Und dann wissen wir auch, was wir abschneiden müssen. Ja, viel. Genau. Und ich habe es oben länger und unten kürzer gemacht, aber das ist, ja, Geschmackssache. So, und die, der Leinfaden, den habe ich einfach nur in der Mitte gefaltet. Ich habe da immer dieses Band vor, ich sehe das ja, gar das nicht. Ja, genau, also. Ja, sehr schön. Und das habe ich hier aufgedröselt. Ja, am Ende hatte ich es ein bisschen aufgedröselt. Und Glue Dot oder wie hast du das befestigt? Ja, ich habe einen Glue Dot genommen. Also das ist irgendwo da unter. Guck mal hier, da ist... Ja, das hast du danach auch nochmal gekürzt, ne? Ja, das habe ich auch danach gekürzt. Gut, das beruhigt mich. Ich habe ein bisschen großzügiger abgeschnitten. Weil sonst sah es so sehr, sehr mickrig aus. In der Tüte, für mich. Tüte, genau. Gibst du mir auch den mal rüber? Das war praktisch bei den Boxen, ne? Wo jeder so diese flache Platte hatte, wo die alle drauf waren. Ne? Genau, bei den Kreativboxen. Ich weiß gar nicht, wie die... Kreativität die leicht gemacht. Ja, genau. Und in den Verpackungen sind immer super süße, kleine Glue Dots drin. Und ja, die sind so flach aufgeklebt. Ja, die sind recht flach und klein und ich mag die total gerne. Ja. So. Und ich habe das jetzt gekürzt, so lang wie dein blütenrosa Band ist, ungefähr. Du hast dein Band wie mein blütenrosa Band. Das finde ich ja spannend, Tanja. Du wolltest sagen, du hast das ungefähr so lang gekürzt, wie das Band ist, ne? Genau. Gut, das beruhigt mich jetzt, dass du dich nicht an mir orientiert hast. Genau. Und dann habe ich einen weiteren Glue Dot genommen. Habe ich mir fast gedacht. Den Schmetterling hier. Und hier hast du schon die Flügel ein bisschen hochgebogen, ne? Ja, Flügel kommen so ein bisschen. Den sehe ich schon und ich mache das gerne sofort. Genau. Ne? Also, den darauf. Rolle her. Genau. Nehmen wir das schon mal zur Seite. Ach, sind wir wieder ordentlich? Ja, ne? Achso, nee, ich muss das noch einkleben. Ich hab das schon. Ich hab das tatsächlich vergessen. Tja. Und nun kommen die Strasssteine und wir vergessen sie auch nicht. Die sind so schön. Da ist immer ein großer und ein kleiner, jeweils pro Farbe oder nicht Farbe. Ah, Tanja hat ganz unten in die Ecke gestempelt. Nee, das habe ich leider nicht ganz so. Gucken wir mal. Ja, ich habe einen dicken darauf gesetzt und dann habe ich noch 2 da in der Nähe von dem Spruch. Da musst du mal gucken, ob du das vielleicht da oben machst. Das sieht auch gut aus. Ja, ich gucke mal. Und da normalerweise mag ich lieber die kleinen Strasssteine und jetzt ist meine Möglichkeit, mehr von den großen zu verarbeiten. Ja. Bitte schön. Ja, schön, danke schön. Der große. Und die schillern so schön. Und ach. Ja. Du meinst, ich könnte die auch da oben drüber machen, ne? Mhm. Sehr schön. Das legen wir dahin. Zeigen wir sie nochmal, oder? Ja. Sehr schön.
Es hat uns Spaß gemacht, wieder mit dir zusammen zu basteln. Gib uns einen Daumen hoch, wenn dir unser Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!